Willkommen zu einer neuen Lifestyle-Sendung. Ich bin jetzt hier in der Nähe vom Bahnhof Zoo, denn hier gastiert der Zirkus Flickflack. Was ich hier bei einer Trainingsstunde so erlebe, das seht ihr jetzt. Höchststrafe heißt die Jubiläumsshow des Zirkus Flickflack. Den Zuschauern, bis dato waren es weit über 7 Millionen, erwartet eine einzigartige Show. Tollkühne und irrsinnige Ideen mit Weltklasse-Artisten und Comedy. Ich bin schon ganz aufgeregt, denn jetzt stehe ich hier mit Herrn Bauer, der wird mir sagen gleich, in was für einer Gefahr ich mich begebe. Ja, wir stehen hier vor dem Globe of Speed, das ist das Markenzeichen von Flickflack, das ist eine gigantische Stahlgitterkugel. Ja, ist speziell gebaut worden für Motorräder. Da drin halten wir sämtliche Rekorde. Aktuell fahren bei uns 10 Motorräder. Wir haben jetzt den Weltrekord mit 11 Motorrädern gebrochen. Ja, und das gibt es auch nur bei Flickflack zu sehen und jetzt aktuell in Berlin. Ja, und ich werde mich da gleich reinbegeben. Mit was für einer hohen Geschwindigkeit fahren die da? Die Jungs rasen damit so 60 bis 70 Sachen hoch und runter und kopfüber. Wobei wir dazu sagen müssen, jetzt gleich machen wir es so mit 2 Fahrern. Zum Glück, oh Gott, ich bin schon ganz aufgeregt. Und dann gibt es gibt ja so viele Sachen und euer Motto ist, dieses Jahr ist es Höchststrafe, ja? Genau, das ist angelehnt an unser Jubiläum, 25 Jahre Flickflack. Die ganze Show ist um Knastthema gehalten, also es klingt ganz verrückt. Wenn man sich aber anschaut, ist es eigentlich eine sehr mainstreamige Show und es ist tatsächlich was für die ganze Familie. Wir haben halt einfach einen roten Faden, in dem, ja, es ist einfach Knast. Ja. Wie oft läuft die Show? Wir sind jetzt noch bis 15. Januar in Berlin am Bahnhof Zoo. Mhm. Es gibt täglich außer dienstags eine Show um 20 Uhr. Und dann samstags auch 16 Uhr oder so? Genau, am Wochenende zusätzlich noch um 16 Uhr. Ja. Ich werde mich jetzt weiter in Gefahr begeben und danach, was passiert dann noch? Danach bauen wir das Todesrad auf. Das ist ein gigantisches Hamsterrad-ähnliches Stahlgestell, was sich an der Achse dreht. Ist auch lustig. Oh, ja, ist da alles lustig. Ich freue mich. Dankeschön. Ja, sehr gerne. Viel Spaß jetzt. Danke. Ich bin so nervös. Ich hab's rein, wenn ihr es hören könntet. Oh mein Gott, ich bin verrückt. Ich wage mich da rein in die Todeskugel. Zwei nette Motorradfahrer fahren jetzt mit 60 Stundenkilometer um mich, drüber und zickzack herum. Oh, ein irre Gefühl. Und sehr, sehr spektakulär, wenn es 10 Motorradfahrer sind, hier in der Todeskugel. Unglaublich. Jetzt geht es weiter mit noch einem puren Adrenalinkick. Das Todesrad. Zwei überdimensionale Hamsterräder, die mit einem länglichen Metallgerüst verbunden sind. Das ist das Todesrad. Kennzeichnend für das Todesrad sind die enormen Fliehkräfte, die bei der Rotation des Geräts mit seinen mehr als 8 Metern Durchmessern auftreten und bei Vorführung von den Artisten überwunden oder sogar zu Kunststücken ausgenutzt werden. Flickflack beschert 2,5 Stunden Hochspannung und auch Sie können dabei sein und 2x4 Karten gewinnen. Einfach an gewinnspiel@tvb.de schreiben und Weltklasse-Artisten, Extremsportler und Spitzenkomiker live erleben. Das war's. Das ist Todesrad. Ich hab's überstanden. Jetzt hier im Flickflack. Gracias! Nun zeige ich euch einen Beitrag von meinem Kollegen Harald Perlinger.
Er war zu Besuch bei Udo Walz neues Café. Erst vor wenigen Wochen eröffnete Udo Walz seinen neuen Salon am Kurfürstendamm. Nun also ein weiteres Highlight. Kaffee und Kittchen, so der schlichte, aber originelle Name eines neuen Traums, den der 72-Jährige sich erfüllt hat. Wir freuen uns auf die Gäste, wenn die Leute hier eine Wartezeit haben oder unangemeldet kommen, müssen sie ein bisschen warten, dann können sie ins Café gehen. Es gibt wunderbare Suppen, auch ein bisschen vegan. Es gibt gute Brote, gute Smoothies und das ist natürlich eine fantastische Sache. Schlichte Eleganz, gemütliche Atmosphäre, leckeren Kaffee und noch dazu Kuchen und kleine Snacks. In Udos neuem Café und noch dazu ein Friseur zum Anfassen. Denn Udo trifft man im Treffpunkt direkt neben seinem neuen Salon am Kurfürstendamm. Ich träume immer davon, ein kleines Hotel zu haben. Das kriege ich nicht hin von der Zeit her. Und jetzt habe ich mir überlegt, mache ich einen Kaffee auf, weil ich es gerne habe, wenn man diskutiert oder einen Meeting Point hat. Und der Meeting Point diesmal ist bei Udo Walz. Träume werden wahr. Selbst für Udo Walz, der auch mit 72 noch große Ideen verwirklicht. Das Konzept ist wie in L.A. In L.A. gibt es ein Café. Da ist genau, da haben wir ein bisschen kopiert, muss ich sagen. Und ja, ich bin ganz stolz und ich hoffe, dass es gut ankommt, dass die Leute das lieben. Kaffee und Kittchen ab sofort direkt neben dem Salon von Udo Walz am Kurfürstendamm 32. Erst die Haare, dann der Kaffee. Oder nur die Haare, oder nur der Kaffee. Ein Besuch, der sich so oder so auf alle Fälle lohnt. Jetzt bin ich hier im King Size und DJ Hell ist neben mir. Hallo. Hallo. Wie geht's? Gut, eigentlich, ja. Wir sind ja gerade rausgegangen, gehen wieder rein zum Interview. Ich habe hier gestern aufgelegt, bis morgens war schon hell. Und dann, bis um 6 Uhr morgens so? Nee, das ging länger. Ich bin um 6 raus, weil ich wusste, heute sind ein paar wichtige Meetings und ich bin praktisch raus und wieder reingegangen jetzt zum Interview. Und wie war es? Kommst du immer wieder gerne nach Berlin? Ich bin in den 90ern schon gelebt, in den Nullerjahren und bin nach wie vor Berliner. Ich lebe hier im Hotel jetzt seit 5 Jahren, hier gleich um die Ecke und war nie weg und war immer Teil des Berliner Nachtleben und auch Tagesleben. Seit 78 bist du ja schon als DJ unterwegs, weltweit auch. Und 78 war nur ein kleiner Club in Bayern, da war ich nicht unterwegs. Ja. Das war Local Hero. Okay. Nicht mal Hero, das war Local. Da bin ich mal eine Gage dafür bekommen. Und international unterwegs bin ich seit Anfang, Mitte 90. Aber und wie, auch schon ein bisschen. Wie kam es zu dem genialen Namen? Also ich finde ihn cool. Ja. Na, ich heiße ja Hellmut. Du heißt ja Hellmut. Ja, und ehrlich gesagt, ich lasse mir bei jedem Interview eine neue Definition einfallen, aber jetzt würde ich es bei Hellmut belassen. Und am Ende des Tages ist es einfach ein Künstlername, der auch sich einprägt und irgendwie auch zu mir passt, glaube ich. Ja, und zu dir passt ja die Musik, aber du machst ja auch noch anderes. Du begleitest zum Beispiel, du komponierst Musik für Michalski, hast du schon gemacht. Mhm. Und mit Brian Ferry hast du ein ganz tolles Single gemacht. Dankeschön. Ja. Wie kam es dazu? Ich hatte eine Einladung von Brian Ferry in sein Studio in London und sollte Sachen vorspielen für eine neue Albumproduktion. Brian Ferry, nicht für mich. Und dann bin ich da hingeflogen und habe ihn kennengelernt und habe Sachen vorgespielt. Und das fand er alles nicht wirklich so. Also ich hatte wenig Reaktion gezeigt. Und dann dachte ich, spiele jetzt noch eine Sache. Das war eine Kooperation mit Puff Daddy, die ich damals schon gemacht hatte. Und spiele ihm das vor. Und er war völlig begeistert und gesagt, sowas hätte er auch gerne inhaltlich und musikalisch. Und dann habe ich die ganzen Parts von ihm bekommen zu dem Song You Can Dance und habe das dann in Wien produziert und
glücklicherweise kam das dann als Featuring DJ Hell, Featuring Brian Ferry auf mein Album 2009, das hieß damals Teufelswerk. Und dann haben wir ein Video zusammen gedreht in London und das war ehrlich gesagt auch für mein Verständnis das Highlight meiner Karriere. Ja, bisher. Super. Bisher. Ja. Denn jetzt kommt wieder ein Highlight. Genau. Du hast nämlich eine neue Single aus. Ja. Erzähl uns darüber. Die kommt Weihnachten. Das ist natürlich das höchst unglücklichste Release-Date, aber das wollte ich so haben. Weihnachtsgeschenk für alle. Wird ja digital erstmal verkauft und man kann auch Weihnachten oder vor, ist ja schon im Vorverkauf. Die Single heißt I Want You. Das ist sie. Ich hab sie schon. Das ist das Album. Ja. Daraus die erste Single, I Want You, und dazu gibt es eine Kooperation mit der Tom of Finland Foundation aus Los Angeles. Und da habe ich gezeichnete Bilder animieren lassen von Berliner Büro. Und das wird der Video zur ersten Single, I Want You. Du wirst auch ein Museum als Kurator eröffnen. Hoffentlich 2018 in Frankfurt kommt ein Museum für elektronische Musik und Kultur. Und da bin ich als Kurator nominiert. Denke natürlich schon, was war wichtig oder was wird wichtig auch in der Zukunft. Und da werde ich mich stark involvieren, weil ich denke, das wäre in Berlin auch gut zum Museum. Wär als Mekka der elektronischen Musik weltweit wäre es eigentlich schon Jahre überfällig, dass hier ein Museum für elektronische Musikkultur eröffnet würde. Und würde mich gerne als Kurator zur Verfügung stellen. Gibt auch andere sehr fähige Leute hier, die dazu Beiträge hätten. Dimitri Hegemann vom Tresor. Und ich denke, man sollte da mal mit den Kulturschaffenden und mit der Stadt sprechen und in so eine Richtung gehen. Das, Räumlichkeiten gibt es genug und Themen erschlagen einen hier in Berlin. Genau. Wäre an der Zeit. Lass es Bleibt uns vor angehen. 2018. Yeah, noch vor Frankfurt. Ja. Oh yeah, das wäre schön. Und dann TAPER Berlin ist live dabei. Genau. Wir freuen uns. Vielen, vielen Dank. Bitte schön. Und ich freue mich auf die Zukunft. Ich auch. Danke. Bitte. Meine Lieben, jetzt gibt es erstmal eine klitzekleine Pause.